Herzlich willkommen Leute zu Let's Play One Piece Shonen Jumps. Dies wird die vorletzte oder die letzte Folge sein, je nachdem wie lange ich gegen Tashiki und wie lange ich gegen Captain Smoker brauchen werde, weil in dieser und eventuell in der nächsten Folge geht es hauptsächlich nur darum zu kämpfen und wenn wir dann die Kämpfe erfolgreich abgeschlossen haben, sind wir auch mit diesem LP durch. Und ja, Tashiki ist der letzte Miniboss bzw. die letzte Gegnerin. Sie hat es auf jeden Fall in sich, sie ist eine Schwertkämpferin und wie bereits erwähnt ist sie die Auszubildende oder die rechte Hand von Captain Smoker. Daher sollten wir die Sache auf jeden Fall vorsichtig angehen. So, da, sie ist auf jeden Fall aktiv mit dem Schwert. Was war das denn? Heftig. Ah, okay, sobald sie sich aufrecht stellt mit dem Schwert, bedeutet das, dass sie sich für einen Angriff bereit macht. Oh, krass, sie hat mich dennoch getroffen. Heftig, ich darf hier nicht zu sehr in die Nähe kommen. Treffe ich sie noch? Schön. Wow, alleine schon wie viele Kraftpunkte sie hat, nicht wenig. Viel mehr als ich. Opa. Ja, das mit dem Stampfen ist manchmal gut, weil dann sind wir noch ein wenig in der Luft. Gut, jetzt können wir nochmal die Spezialattacke einsetzen, wenn was ist. Nein, ich habe sie nicht getroffen. Nein! Mann. Ich habe mich voll unnötig treffen lassen. Nein, ich habe sie nicht getroffen. Ja, schön. Boah, boah. Ja, dass sie mich noch trifft mit dem Messer, als ob sie einfach so irgendwo hin schlägt, sage ich mal, und dann trifft sie mich noch. Okay, langsam kann ich die Spezialattacke einsetzen, wa? Boah, schaffe ich das noch? Schön. Vorsicht. So, das ist die Chance. Spezialattacke. Sehr schön. Spring, spring. Ja, sehr gut. Nein, nicht gut. Oh, was passiert mit ihr? Sie dreht jetzt komplett durch. Spezialattacke. Nein. Nein. Ich habe sie doch fast besiegt. Oh, krass. So, ich sollte abhauen. Ich sollte definitiv abhauen. Oh, oh. Abhauen, abhauen. Spezialattacke. So, nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Nein! Ja, knapp. Das war knapp. Tashiki hat es in sich, das muss ich mal so nebenbei sagen. Huiuiui. Ich frag mich, wie der Kampf gegen Captain Smoker sein wird. Okay, Leute. Der Kampf ging ja relativ schnell. Mal schauen, wie ich mich jetzt gegen Captain Smoker machen werde. Ich meine, wenn ich gegen Captain Smoker sehr, sehr lange brauche und ich merke, ich habe da sehr viele Fails und ich könnte eventuell noch weitere Fails bauen, dann würde ich sagen, dass ich dann den Kampf gegen den Captain Smoke separat aufnehme. Aber erstmal probieren wir das aus, bevor ich hier irgendwelche Urteile fälle. Yo, nice. Der allerletzte Kampf. Das LP ist kurz davor, zu Ende zu gehen. Okay. Final Boss. Lockdown. Da ist er. Okay, Leute, das ist Captain Smoker. Ein Marineoffizier, der hinter Ruffy her ist. Und hier speichern wir auf jeden Fall zur Sicherheit ab. Besser ist. Save Slot 9. You have come at last, Straw Hat Luffy. Du bist also doch noch gekommen. Wer bist du? Ich bin Captain Smoker. Ein Marinesoldat von der Marine.
Ich werde nicht zulassen, dass die Piraten aus dieser Stadt fliehen. Okay. Boah, wie viele Kraftpunkte hat der denn? Ja, ist klar. Eigentlich könnte Ruffy den Captain Smoker ohne Haki nicht treffen. Weil Captain Smoker von der... wie heißt die Frucht nochmal? Von der... Oh ne, im Rauch... Raucherfrucht? Auf jeden Fall besteht sein Körper aus Rauch. So. Aber gut, es regnet. Könnte das ein Grund sein, dass ich ihn treffe? Nee, eigentlich nicht. Oder sagen wir es so, Ruffy hat in dem Spiel schon Haki, nur er benutzt das unbewusst. Krass, das wird ein heftiger Kampf, das sage ich euch. Alleine schon viele Kraftpunkte der hat, das ist nicht mehr feierlich. Und ich kann nur mit Ruffy kämpfen. Boah, Captain Smoker, ey. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Key-Verschwendung. Oh, nee, ich glaube, das halte ich nicht aus. Nee, ich glaube, ich denke, es wird noch eine Folge geben. Das wird doch nicht die vorletzte. Das wird doch nicht die letzte. Okay, wir haben aber genug Versuche. Das ist schon mal gut. Wer bist du? Ich bin Captain Smoker. Ey, das kann's doch nicht sein. Ich meine, ich muss sowieso die ganze Zeit leise aufnehmen, weil ich gewisse Menschen nicht stören will. Aber Captain Smoker stört mich gerade innerlich. Ey, das kann's nicht sein. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal failen sollte, was danach aussieht, werde ich einen Cut machen und werde erstmal für mich selbst üben. Weil ich habe gerade keine Ahnung, wie ich gegen Captain Smoker am besten kämpfen könnte. Ich meine die Kraftpunkte, ey. Das ist echt nicht mehr feierlich, wie viele Kraftpunkte der hat. Wieso hat er eigentlich blaue Haare? Normalerweise hat er doch graue Haare. War das nicht so? Nee, das bringt gar nichts mehr. Da hat zu viele Kraftpunkte, der Kerl. Okay, Leute. Jetzt noch ein Versuch. Ehrlich gesagt nicht. Ich mache das so, ich mache hier einen Cut. Und im nächsten Video kämpfen wir dann nur gegen ihn. Und wenn wir ihn besiegt haben, schauen wir uns nochmal gemeinsam das Ende an. Mal schauen, wie es sein wird. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise im letzten Video oder in der letzten Folge von Let's Play One Piece Shonen Jumps wieder. Macht es gut und bis dann. Ciao.